Wenn man draußen unterwegs ist, dann findet man so einiges an Müll. Das ist nicht nur hier an Land so, nein, das ist auch in den Meeren so. Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Wetter Online. Mittlerweile einmal im Jahr, da treffen sich Segler im Wattenmeer, um die Schutzinsel Minsener Oog vom Müll zu befreien. Genau das haben sie auch in diesem Jahr getan und dabei kam so einiges an Müll zusammen. Begleitet uns jetzt ein Tag beim Müllsammeln im Wattenmeer. Also jedes kleine Stückchen, was wir aufsammeln, hilft der Natur. Das ist meine Einstellung dazu. Ja, also es ist ein ganzes Weg zusammengekommen. Wir haben gerade mal kurz überschlagen, es sind 15 Big Packs, also 15 Kubikmeter Müll zusammengekommen. Das heißt, wir können heilfroh sein, dass wir heute hier mit so vielen Leuten so viel Müll sammeln konnten.